Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, denn mit dem heutigen Video starten wir direkt in die Grillsaison. Ich weiß, dass viele schon längst damit angefangen haben. Wir fangen jetzt damit an. Wir grillen heute hier nicht im Video, bisschen schwierig hier in der Küche natürlich, sondern wir machen heute, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, einfach drei Varianten von großartigen Buttern. Natürlich alles vegan hier, obwohl ich Butter sage. Sprechen wir es mal ganz kurz durch. Ich habe es hier schon ein bisschen aufgeteilt. Wir machen einmal eine schöne Harissa-Butter. Harissa ist eine tolle orientalische Gewürzpaste, die könnt ihr fertig kaufen. Gibt es im Biomarkt, im Supermarkt mittlerweile oder halt im Spezialitätenhandel. Da kommt mit rein ein bisschen Miso-Paste, Harissa-Paste und ein paar Hefeflocken. Nachher dazu ein bisschen mehr. Dann machen wir eine großartige Umami-Butter. Muss natürlich auch sein bei mir, ist ganz klar. Hier sind die Zutaten überschaubar. Dementsprechend gleich mal die Werbeeinblendung hier für mein eigenes Gewürz, den Umami Finisher. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, ich habe eine eigene Gewürzreihe entwickelt mit Soul Spice zusammen. Großartige Bio- und Fairtrade-Gewürze. 4 Stück gibt es an der Zahl, die stehen alle hier. Und eines davon ist der Umami Finisher. Das ist gedacht, um letztendlich jedes Essen, das ihr kocht, wenn man da am Schluss ein bisschen drauf oder rein macht, dass es halt würziger, intensiver schmeckt, ohne dass man sich großartig anstrengen muss. Letztendlich eine andere Art von Glutamat in Anführungsstrichen mit rein natürlichen Zutaten. Genau, hierzu auch mehr nachher. Und dann gibt es noch eine ganz großartige, die ich sehr, sehr liebe. Das ist eine, ich nenne sie Vietnamese-Style-Butter. Warum Vietnamese-Style? Es gibt einen vietnamesischen Kräutersalat, der ähnlich aufgebaut ist, wo viel Thai-Basilikum, ich habe hier normalen Dill, Petersilie als auch Koriander mit reinwandert. Gerne auch noch Minze, könnt ihr auch ergänzen, habe ich jetzt hier weggelassen. Dann haben wir ein bisschen Ahornsirup, bisschen Limettensaft, bisschen Ingwer, bisschen Limettenschale, bisschen Sojasauce und Knoblauch. Und das gibt wirklich eine granatenmäßig gute Butter, die aufs Brot schmeckt, auf Gemüse und. Anwendungsmöglichkeiten für die drei habe ich euch auch ins Rezept geschrieben. Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr zum Blog von Vegan Masterclass. Vegan Masterclass, gleich nochmal Werbung, ist unsere Online-Kochschule. Das heißt, wenn ihr richtig ausführlich vegan kochen lernen wollt, schaut da gerne mal rüber. Es gibt mittlerweile über 25 großartige Kurse von 15 TrainerInnen zu unterschiedlichsten Themen. Also viel Spaß damit. Jetzt legen wir los. Ich habe hier mein Rührgerät schon am Start. Und damit wir das ein bisschen vereinfachen, würde ich jetzt, weil das ist immer der erste Schritt von diesen drei Rezepten, dass ihr die Butter schaumig rührt. Und das führe ich jetzt einfach zusammen und trenne mir das Ganze hinterher wieder, weil wäre ja ziemlich unlogisch, das einzeln zu machen. Wenn ihr nicht so eine Maschine habt, dann schnappt euch einfach den guten alten Sahnequirl, einfach klassisch wie beim Backen auch, die Butter einfach ein bisschen schaumig rühren. Bei veganer Butter ist technisch gesehen natürlich Margarine, ganz klar, müsst ihr einfach ein bisschen differenzieren. Es gibt in meinen Augen sehr gute Produkte, wo einfach nicht gehärtete Fette mit reinwandern. Mein persönlicher Liebling, das wisst ihr aber eh, mache ich unbezahlterweise auch immer wieder Werbung, ist die von Naturli, das ist so eine schwarze Packung. Mag ich geschmacklich einfach am liebsten. Ihr nehmt die, die ihr lecker findet und dann passt das auch schon. So, starten wir mal hier langsam los. Wichtig ist, dass die Butter Zimmertemperatur hat, also nicht super kalt aus dem Kühlschrank, sonst wird es auch schwierig mit dem Schaumig rühren. Thank you.
So, ich lasse das direkt ein bisschen rühren. Kleine Lärmbelästigung, was ich parallel schon mal machen kann, weil dann würden wir auch mit der vietnamesischen starten. Ich hacke einfach mal die Kräuter durch. Und beim Basilikum, wenn die Stiele auch relativ weich sind, schneide ich die einfach direkt mit. So, perfekt. Das mal runter. Also wichtig, ich zeige euch das hier nochmal in Ruhe, dass es wirklich schön schaumig gerührt ist. Das heißt, es verändert auf einmal die Farbe. Wir arbeiten ein bisschen Sauerstoff mit rein und das Ganze wird einfach luftiger. Perfekt eigentlich in der Konsistenz dann auch zu servieren. Das heißt, wenn ihr das jetzt mischt und dann in den Kühlschrank packt für 2 Stunden, wird es natürlich wieder fest. Dann wie bei klassischer Butter natürlich auch, einfach wieder rechtzeitig 1 Stunde vorher raus. Bei Zimmertemperatur, Zimmertemperatur bedeutet halt so 20, 21 Grad, je nachdem wie warm euer Zimmer ist. Und dann passt es auch perfekt. Wichtig zum Kräuterschneiden ganz kurz. Ich habe Kräuter hacken gesagt, letztendlich habe ich es aber geschnitten, um das mal technisch zu definieren. Das Messer ist sehr, sehr scharf und ihr seht auch hier, wenn ihr mal aufs Brett schaut, das Brett ist komplett trocken. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht nass von den Kräutern, obwohl sie sehr frisch sind. Hättet ihr jetzt ein stumpfes Messer oder würdet die Kräuter einfach quetschen, dann hätten wir definitiv Saft hier auf dem Brett. Was bedeutet, viel Geschmack ist da ins Brett reingelaufen, wollen wir nicht haben. Das heißt, meine Empfehlung immer, schärft euer Messer, habe ich vorhin auch gerade gemacht, einfach schön durch. Schneidet dann eure Kräuter, das heißt mit einer Schnittbewegung und nicht zerquetschen. Und dann habt ihr einfach auch mehr Geschmack im Essen. Die Butter schaut auch schöner aus. Gut, dann starten wir. Direkt los mit der Aufteilung der Geschichte hier. Was mich natürlich auch immer interessiert ist, ihr habt ja sicherlich auch Lieblingsrezepte für eure Grillbutter des Herzens. Freue ich mich sehr, wenn ihr mir da ein paar Kommentare hinterlasst. Immer schön der Austausch. Und falls ihr den Kanal natürlich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich umso mehr, wenn ihr das auch macht. Einfach abonnieren, das hilft uns natürlich immer sehr. So, jetzt schaue ich, dass ich das Pi mal Daumen ungefähr aufteile. Ihr seht vom Volumen her, es ist auch wirklich mehr geworden. Ja. Na, der Teller ist dreckig. Den wollen wir nicht. Schaut jetzt fast schon aus wie so eine leckere Buttercreme. Ist es auch, aber ohne Zucker. Ja. Da hole ich nachher den Rest noch sauber raus. Das dauert mir jetzt zu lange. Mit dem riesen Silikonschaber, den ich hier habe. Schau ich mal auf die Seite. Ja, ungefähr würde ich sagen. So, passt's. Dann starten wir jetzt mal mit Vietnamese Style. Ich sage auch extra Style dazu, weil ich finde es immer relativ schwierig, wenn man nicht aus dem Land wirklich kommt, da keine Wurzeln hat, das komplett original zu machen. Das ist einfach meine Interpretation davon, von einem Original, das mich dazu halt inspiriert hat. Also, hier einmal unsere Kräuter rein, das ist relativ viel jetzt für die Menge. Ich mag das aber sehr gerne, wenn ihr sagt, boah, das ist mir zu viel, reduziert es einfach runter, wie immer. Seht bitte alle meine Rezepte als Empfehlung. Die funktionieren natürlich 1:1, wie sie runtergeschrieben wurden von mir. Ihr könnt aber auch einfach Abwandlungen machen, denn dafür, finde ich, sind Rezepte halt primär auch da. Dann kommt Knoblauch mit rein.
Da hatten wir hier vorhin schon eine Diskussion im Team, Knoblauchpresse oder Reiben. Ich selbst bin auch großer Freund von Reiben, weil ich denke, dass der Geschmack schöner ist. Aber da habe ich schon viele Diskussionen geführt. Letztendlich müsst ihr das entscheiden. Ihr könnt es auch mit der Quetsche reinmachen oder mit dem Messer fein schneiden und mit Salz nochmal zerdrücken. Ich finde hier mit diesen super Reiben, das ist jetzt eine Microplane-Reibe, funktioniert das hervorragend. Die Finger riechen halt ein bisschen nach Knoblauch. Aber das gehört dazu, wenn man kocht. Dann, wie angekündigt, habe ich hier ein bisschen Sojasauce. Das ist einfach eine gute Tamari. Ihr könnt aber auch eine Shoyu nehmen. Dann haben wir hier geriebenen Ingwer mit Schale übrigens. Ich kaufe Bio-Zutaten ein. Wascht das gut. Wenn das gut aussieht, könnt ihr immer die Schale mitverwenden. Überhaupt kein Problem. Kennt ihr sicher den Trick, wie man mit dem Löffel den Ingwer schält? Kompletter Schwachsinn. Also habe ich auch sicherlich schon mal so kommuniziert. Und das ist eine gute Technik, wenn man es machen möchte. Wenn man aber ein gutes Produkt kauft oder das gut wäscht, kann man immer die Schale auch mitessen. Dann ein bisschen Ahornsirup für die Süße. Tut dem auch ganz gut. Ein bisschen geriebene Limettenschale. Und direkt den Limettensaft für die Säure. Und jetzt haben wir natürlich hier ein paar Flüssigkeiten. Und ihr wisst ja immer, wenn man Flüssigkeit mit Fett verbinden möchte, dann muss man da mechanisch vorgehen. Das heißt, normalerweise verbindet sich es halt nicht so gut. Bedeutet auch, wenn ihr das Ganze jetzt mischt und ein bisschen stehen lasst, kann sein, dass die Flüssigkeit sich wieder trennt von dem Fett. Dann verrührt es einfach nochmal. Ne? Weil wir haben jetzt keinen klassischen Emulgator drin, zwar die Sojasauce, Soja ist auch ein Emulgator. In dieser Butter, die ich da verwende, ist auch ein bisschen Mandelmus drinnen, das hilft auch, aber letztendlich, ihr seht, das ist so schön luftig geschlagen, das schluckt es jetzt ganz gut weg, die Feuchtigkeit, ist aber, kann sich halt trennen, nicht, dass ihr euch wundert. Und das ist sicherlich die von allen drei Buttervarianten, die sich nicht so lange hält, weil wir einfach ein frisches Produkt in dieser Butter haben, aber ich verspreche euch sowieso, die hält sich definitiv nicht lange, weil die ist viel zu lecker. Ah ja, eine Sache, ich habe hier wie gesagt keinen Grill stehen, hier aber eine schöne Grillplatte. Das Ding nennt sich übrigens Teppanyaki, das heißt, es ist ein Flächenbratgrill. Ist letztendlich von der Technik ähnlich wie eine Pfanne, hat aber einen großen Unterschied. Ich kann den auf Temperatur einstellen. Das ist auf 230 Grad eingestellt und der hält diese 230 Grad. Bei einer Pfanne könnt ihr immer davon ausgehen, selbst auf Stufe 6, 7 habt ihr immer die Kurve nach oben. Das heißt, es wird heißer mit der Zeit und deswegen muss man auch wieder runterregulieren oder schwenken, um die Temperatur wieder so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Hier am Teppanyaki weiß ich, ich habe immer 230 Grad und das ist sozusagen heute mein Grill. Ja, ich grille mir hier am Teppanyaki einfach ein bisschen Brot, das angeröstet ist, damit ich es nachher nochmal probieren und verkosten kann. So, schaut euch das an, wunderbar. Ich halte mal ein bisschen still. Ja, riecht auch schon super. Ich probiere direkt. Alles da, süße Säure, der Knoblauch, bisschen Schärfe vom Ingwer, ganz perfekt. Es läuft sofort ins Wasser. Ihr könntet auch ein bisschen Chili mit reinmachen, auch super. Also, Check Nummer 1. Dann geht's weiter. Mit der wohl einfachsten Umami-Finisher. Ich lese euch mal vor, was drin ist. Zwiebel, Tomate, Rauchsalz, Paprika, geräuchert, Sellerie, Senfsaat, Sojasoßenpulver, Shiitake-Pilz, Steinpilz, Liebstöckel. Und diese Kombination ist einfach wirklich ein ganz perfekter, natürlicher Geschmacksverstärker. Da macht ihr jetzt nach Belieben, ich mache jetzt so gut 1,5 Esslöffel da rein, dann hat es richtig Wumms. Ist mir nicht genug, seht ihr selber. Ich erhöhe. Im Rezept habt ihr eh wieder die exakt abgemessene Menge. Das ist jetzt ein bisschen Handgelenk hier. Jetzt verfärbt sich schon ein bisschen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Salz. Nein, brauchen wir nicht. Ganz perfekt. Der Rauch ist sofort da. Sofort diese Würzigkeit vom Umami. Ganz simpel, könnt ihr auch erweitern, macht noch frische Kräuter mit rein. Es würde perfekt auch noch ein bisschen Chili passen, Schärfe habe ich noch nicht wirklich mit drinnen. Aber das jetzt wirklich als ganz simple, einfache Methode Nummer 2. Und dann zu Nummer 3.
Fängt schon an zu knuspern hier. Wälzt sich ein bisschen auf. Ich beschwere das mal kurz. Haben wir unsere Harissa-Butter. Harissa, wie gesagt, orientalische Gewürzpaste. Kreuzkümmel ist mit drin. Chili, sehr scharf oft. Paprika auch. Gibt ganz unterschiedliche Pasten. Probiert euch ein bisschen durch. Ich hatte schon welche, die konnte ich nicht essen, weil es mir zu scharf war. Die hier finde ich moderat für mich. Sucht euch einfach eure Paste. Gäbe es auch als Trockengewürzmischung, bei Soul Spice zum Beispiel auch. Gibt zum Beispiel einen Harissa, einen Rosenharissa, auch super lecker. Ich mache es jetzt hier wieder mit dieser Paste. Die kommt einfach mit rein. Dann ein bisschen Miso-Paste, das ist jetzt eine Mugi-Miso oder ein Shiro-Miso, würde ich empfehlen. Also die helleren Varianten. Bitte nicht zu dunkel gehen, weil es einfach zu intensiv ist. Und noch für ein bisschen mehr Power wird es Hefeflocken. Nach Belieben passen hier sehr gut dazu, dass da ordentlich Dampf reinkommt. Dann vermischen wir es wieder. Und zum Einsatz von diesen drei Gewürzbuttern, also erstens schmeckt es halt natürlich aufs Brot super lecker, das mache ich ja hier jetzt gleich. Ansonsten schreibe ich euch auch ins Rezept nochmal rein. Nehmt zum Beispiel einen Fenchel, schneidet den einfach Zentimeter dünn auf, also im Ganzen mit der Wurzel oder mit dem Strunk, dass man wirklich diesen Fenchel auch im Ganzen sieht. Habe ich auf Instagram, schönes Video dazu auch. Streicht da zum Beispiel die vietnamesische Butter drauf, ganz wenig zuerst, dann angrillen und wenn er perfekt gegart ist, einfach nochmal ein bisschen mehr. Das heißt, jedes Gemüse schmeckt einfach so unglaublich lecker mit diesen drei Varianten. Aufs Brot lecker, ihr könnt aber wirklich all in gehen, ihr könnt genau also auch einen schönen Seitan damit marinieren und mit draufpacken oder Grillspießchen. Also ihr wisst ja selber im Regelfall, was man mit einer guten Grillbutter macht. Macht immer ein bisschen mehr, hält sich nämlich zumindest die beiden Varianten relativ gut. Das sollte innerhalb von 2 Tagen schon aufgebraucht sein, die mit den frischen Kräutern. Aber die anderen halten sich eine Woche ohne Probleme, ist ja hauptsächlich Fett. So, schaut her, ähnliche Farbe jetzt wie die Umami. Probiere jetzt auch nochmal, ob das passt. Mega gut auch. Sofort Wumms, Schärfe auch ganz perfekt von der Menge. Unsere drei Varianten. Vielleicht magst du da auch nochmal im Fokus rein. Das hier übrigens, deswegen steht es auch da, falls ihr nicht grillen könnt zu Hause, weil ihr keinen Balkon habt oder eben keinen Garten, dann ist so eine Grillpfanne auch immer gut. Da würde ich euch aber echt empfehlen, kauft euch eine aus Gusseisern, also wirklich schwer. Lasst die richtig hochglühen und dann funktioniert die auch gut. Aber ist ganz klar, es ist halt kein richtiges Grillen. Wir haben da keinen Rauch, wir haben keine Flamme, die Temperaturen sind niedriger. Man kann halt aber trotzdem zu Hause auch damit arbeiten. So, ein bisschen braun ist es schon, ich habe es ein bisschen zu spät drauf. Jetzt machen wir hier mal die zwei, hört man schon, knusprig ist es. Einfach die Proben für euch, probiert habe ich ja eigentlich schon, aber hier gibt es immer Beschwerden, wenn ich nicht gescheit probiere, deswegen mache ich das jetzt noch. Ist übrigens relativ schwierig, wenn es richtig lecker ist, findet ja, also was passiert sofort, gerade mit Umami, der Speichelfluss setzt ein und mit viel Speichelfluss dann noch ordentlich sprechen zu können, ist immer nicht ganz so einfach. Wir starten. Einmal mit der Kräuter. Wenn ihr mich fragen würdet, Favorit? Ich tendiere ein bisschen dazu, die sind alle sehr ausgewogen. Die ist halt schon besonders special, weil kennt man einfach nicht so. Also wenn ihr mit einer anfangt, startet gerne mal mit der. Also sehr, sehr lecker. Dann Nummer 2 mit Umami. Auch mega. Ich würde sagen, am dezentesten von allen dreien. Eine schöne Grundwürzigkeit. Und macht euch alles auch leckerer. Das ist ja das Ziel von der ganzen Geschichte. Entschuldigung fürs Reden mit Essen im Mund. Und Harissa. Die schärfste von allen dreien.
schön tomatig, schön würzig, Kreuzkümmel kommt durch. Auch mega. Also jede für sich, super, super lecker. Ich hoffe, es ist ein bisschen was dabei gewesen wieder für euch. Wie gesagt, kommentiert gerne, was ihr so zu Hause zaubert, interessiert mich. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert wie immer, freue ich mich auch. Ansonsten, genau, hatte ich schon gesagt, gerne das Abo dalassen, Daumen nach oben, das hilft uns sehr. Und dann freue ich mich, wenn ihr viel Spaß habt mit den drei Varianten. Lasst es euch schmecken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.